Ballade vom Jiří Příhoda. Prosím, es kennen mich halt nur mehr wenige. Bitte, ich war der vierte von die heiligen Dreikönige. Geboren, no das hört man im schönen Radac Králové. Mit Namen heiß ich Jiří Příhoda, nur bitte in der Bibel stehe ich nie wo da. Warum? Das ist eine blöde Geschichte, die welche ich euch heute berichte. Es hat sich nämlich sozusagen am Maler damals zugetragen, nämlich der Stern von Bethlehem hat gemacht einen Umweg über Bemen. Ich sehe den Stern und habe gleich gewusst, geboren ist jetzt Herr Jesus Christ. Nur bitte, weil wir Bembe nehmen haben, habe ich gleich geschaut um schöne Gaben. Ich nehme keine Billigsgeschichte, Kassel. Nein, all mit Quargel in einem Kastel. Meine Kollegen, die da erkenne ich, waren ungeduldig schon ein wenig, die Damaskus haben auf mich gewartet. Noch bin ich gleich losgestartet. Kaum komme ich, habe ich Schimpf gekriegt. Noch sage ich, glaubt ihr, dass man fliegt? Gleich sind wir scharf nach rechts abbogen und gerade nach Bethlehem gezogen. Das Wetter dort, das war mein Feind. Den ganzen Tag hat Sonne gescheint. Prosim, Pane, was sage ich Ihnen? Der Quargel fängt sich an zu rinnen. Der Balthasar hat gleich geschniefelt, was in dem Kistel da so miefelt. Bitte, sag ich zu ihm, du weißt nix, a Quargel, was nicht stinkt, das heißt nix. Da ist der Stern, mit dem wir zogen, ganz plötzlich nicht mehr weitergeflogen, hat gemächt am Bremse, übern Stadel, drin war ein Bursch mit seinem Madel, daneben nur mit Stroh und Windel ist gelegen, das himmlische Kindel. Der Melchior, Kasp und Balthasar bringen Weihrauch und Myrrhe dar und ich bring Kastelhulzernes mit Quargel drin Geschmulzernes. Und leg es mit dem Quargel drin ganz liebevoll zum Kindel hin. Der Josef macht ein Gesicht und schaut, ob sich nicht wer was sagen traut. Dann sagt der Prosim, jetzt möchte ich nur wissen, hat sich der Bub schon wieder angeschissen. Na bitte, bitte mit so einem Maler tun sich Evangelisten schwer. Der heilige Matthäus hat mich drum ausgestrichen aus dem Evangelium. Bitte, und deshalb kennen mich halt nur mehr wenige. Ich war der vierte von den heiligen Dreikönigen.